Guten Abend Twitch, guten Abend YouTube. Willkommen hier zur vierten Folge oder vierten Ausgabe vom Hauptprofil Food, vom Hauptprofil FUT, vom Hauptprofil, wie auch immer. Ich erspiele jetzt gerade Icon Swaps. Ziemlich langweilig, ein bisschen in einer im Squad Battle Modus, aber was soll man machen? Ich brauche die Icons, Bobs, Swaps. Und ja, da gehen wir jetzt rein. Jetzt spielen wir gerade mit dem Team der englischen zweiten Liga. Das ist das erste Spiel. Wir mal schauen, wie wir da über da zurechtkommen. Barbet hier. Löwe. Oh, aber dann hat er den Ball. Ah, Ballgewinn hier gleich vielleicht. Nein, doch noch nicht. Jetzt aber. Jetzt haben wir den Ballgewinn. Ball in die Mitte. Mitrovic! Aber dann gleich mal der Save vom Keeper. Paris. Di Serio. Dann Paris mit der ersten Möglichkeit. Ja, man muss das Ganze hier auf Weltklasse spielen. Die Teams sind nicht ganz so stark. Ist ja kein Main-Team. Da sind halt wirklich auch Low-Budget-Karten bei. Aber wir werden klarkommen. Mitrovic. Ja, weiß nicht wohin damit. Ein bisschen drehen. Ah, kommen wir noch nicht durch. Müssen wir nochmal neu aufbauen. Barbet. Da an dieser Ball. Aber Mann, dieser Carvalho, der eigentlich der beste Spieler im Team. Aber noch nicht so richtig. Ah. Dann ab. Ja, dann haben wir niedererrungen. Den Bengel. Jetzt aber. Ach komm, den haben wir. Mitrovic. Er läuft aber auch nicht. Na komm hier, dann laufen wir halt mit Mitrovic. Mitrovic nimmt Tempo auf, wartet bis er in der Mitte startet und dann ist er da. 1:0. Domingos Quina macht hier das 1:0, das erste Tor für das Team der englischen zweiten Liga. Spieler vom FC Fulham macht hier das 1:0. Carvalho will er nicht. Will er nicht so richtig. Er geht nicht so richtig ab hier. Ball in die Mitte und dann ist es Mitrovic. Den muss er einfach machen. Den muss er machen. Keine Ahnung, warum er den nicht macht. Naja. Wie es auch immer so ist. Oh, das ist ein Schuss. Meine Güte. Aber Glück gehabt, dass wir den Ball dann hier um die Ohren geschlagen kriegen. Oh, dann wieder Mitrovic. Mitrovic, der auffälligste Mann in diesem Spiel. Und er jetzt macht auch mal sein Tor. 2:0. Alexander Mitrovic. Wieder einer vom FC Fulham. Ah, man sieht, das ist ziemlich Fulham-lastig. Das Ganze. Komm hier, den haben wir. Barbet. Mitrovic kann den Ball zu Berge rübergeben. Berge, Povel. Povel ist auch gut. Ich habe ja schon mal mit dem Team spielen müssen. Povel, probieren wir doch mal. Aber Ashley hat den Ball ins Aus befördert. Gibt Ecke. Gucken wir mal. Gucken wir doch einfach mal. Oh, dann ist der Ball bei Löwe. Löwe flankt. Oh, der war schlecht. Der war richtig schlecht geflankt.
Kann man nicht ändern. Oh, das gibt wieder Frau, Foul, Freistoß meine ich. Frau. Ich wollte Freistoß und Foul gleichzeitig sagen. Kam dann Foul raus. So. Quina. Ah, komm. Wir müssen. Schöner Spielzug hier. Löwe jetzt hier rein. Und Mitrovic mit der Möglichkeit. Aber Pastina kann den Ball abwehren. Ball durch die Mitte. Und ja, das reicht schon. Kein Mittelfeld mehr vorhanden. Müssen wir mit der Verteidigung verteidigen. Aber das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Völlig desorientiert bin ich da rumgelaufen. Aber Olsen macht das schon. Morten Olsen am Tor. Das ist schon ein guter Mann. Bewegen sich aber auch kein Stück hier, die Jungs. Die Jungs von der Feuerwehr. Uiuiuiui. Olsen wieder. Na komm, hier können wir mal. Können wir mal einen kurzen Abschlag. Können wir mal. Ach, dieser Bengel. Der kann keinen Ball annehmen. Jetzt mal Davies. Davis, Mitrovic, da ist der Ball gut durch. Und dann. Boah, gute Chance von Ashley Hammond. Also gute Parade von ihm, besser gesagt. Der Schuss kommt schon wuchtig. Aber reicht nicht. Komm jetzt hier. Jetzt hier und dann die Flanke rein und dann ist Mitrovic da, aber das reicht nicht. Povel, da ist es. Povel macht das Tor. Stoke mischt sich jetzt auch mit ein. Das ist unglaublich hier. Oh nee, oh nee, oh nee. Da ist er wieder. Da. Ball jetzt hier bei Lerma. Lerma, Löwe, Löwe. In der Mitte ist er frei. Und dann dieser Mitrovic, der gefällt mir sehr gut. Der ist sehr, sehr auffällig. Aber es könnte eigentlich alles schon ein bisschen besser laufen. Ja, ein bisschen gleich einwechseln. Schöner Ball hier auf Quina! Meine Güte, der Bengel. Der muss aber. Da muss er besser ackern hier. Wir wechseln jetzt mal ein hier. Da müssten ja noch welche dabei sein. Komm, der Mitrovic. Guck mal, der ist ja halb tot hier. Der Mitrovic. Dann wechseln wir mal den ein. Für Quina nehmen wir mal ihn. Dann werden wir mal. Komm, hier werden wir mal Lars Ricken wieder nehmen. Den haben wir ja schon lange nicht mehr gespielt. Und hier werden wir mal den Nkunku. Nkunku. Christopher Nkunku. Dann der Ball in die Mitte. Und dann ist es gleich mal eng da im Strafraum. Aber jetzt nochmal vielleicht. Jetzt nochmal die reine Flanke. Openda wieder. Aber kann er besser. Definitiv kann er das besser. In der zweiten Halbzeit werden wir mal richtig aufdrehen, denke ich mal. Mit dem neuen Personal. Ist der Ball hier mal geklärt. Ricken. Ricken, schön. Schön von Ricken. Ricken, Ball in die Mitte. Und dann müsste das hier eigentlich 4-0 stehen. Aber irgendwie schießt er den an. Also haben sie wahrscheinlich mit dem Patch das hinbekommen, dass die noch mehr ablocken. Ist auch nicht schlecht. Macht das Ganze wieder ein bisschen noch kniffliger. Aber 3-0, das ist schon mal okay. 3-0 zur Pause, da können wir schon mal mit leben. Ja, und dann gucken wir mal. Gehen wir mal in die zweite Halbzeit und jetzt gucken wir mal, ob wir den mal den Arsch versohlen können hier. Alles ohne Aufregung hier. Lerma hat den Ball gewonnen. Zack, zack. Und dann, oh, das war natürlich durch. Durch. Das Rick. Können! Oh, die nächste Möglichkeit, aber
Ja, der macht er nicht. Ist halt Lars Ricken, ne? Das sind halt so die Karten, die man von EA immer zugeschummelt kriegt. Wenn man so eine Packs geschenkt kriegt. Zack, und dann dieser schöne Ball und dann Kunku. Naja, das ist er. Das ist er hier. Das ist der Mann der Stunde. Der Mann der Stunde in der Bundesliga. Christopher Nkunku, gerade aus der Winterpause zurückgekommen, gleich wieder ein sensationelles Spiel gemacht. Und den seine Karte hier ist halt auch derbe. Torhüter weiß gar nicht so richtig, was er machen soll. Keine Ahnung, was der da treibt. Aber auf jeden Fall ist der Ball im Tor. Das ist schön, dass er das. Dass er das so schön macht. Ah, komm hier. Mukendi. Mukendi, was ist los mit ihm hier? Oh, da haben wir den Ball abgegrätscht. Ball im Aus. Paramatti. Mukendi. Paramotti, Paramatti oder so. Matti oder so. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ah! Talbot. Talbot. Wieder Talbot mit der Flanke, aber da kommt dann die Zero ran, aber so wird das ja nichts. Schöner Abstoß jetzt hier auf Davis. Davis dann weitergeleitet mit der Hacke auf Tete. Tete, Repete, Trompete. Und dann wieder raus. Und dann die Flanke von Löwe. Löwe, aber nein. Toll, die. Ja, der macht einfach gar nichts. Ist auch nicht schlimm. Ah, Davies. Das kann besser gehen. Und jetzt hat er den Ball der Lerma. Ball bei. Och, das war nicht so gut. Hätte ich eigentlich gedacht, dass er den besser mitnimmt. Aber den hat er so scheiße mitgenommen. Das war sein Problem. Oh! Die Zero! Ach, den haben wir noch abgegrätscht, den Ball. Das Abstoß. Paris. Paris Hilton wieder. Löwe. Jetzt, jetzt Ball auf. Kunku. Aber dann wieder die Möglichkeit. Mann, dieser Ashley Hammond. Hammond. Hammond? Sagt man Hammond oder sagt man Hammond? Hammond, oder? Hammond. Da ist er wieder. Barbette. Wieder der Ball, aber wieder der Ball, also der Passversuch in die Spitze. Ah, ich komme ein bisschen aus meiner Spielweise raus. Immer wieder in diese, immer wieder in diese Spielweise reinkommen. Dann fallen auch deutlich mehr Tore, glaube ich. So. Babett. Wieder zurück zu Babett. Wieder raus. Dahin. Dahin. Dann hier antäuschen. Rein in die Mitte. Da läuft er. Hier läuft er. Und Openda. Openda. Und dann ist es. Auf einmal Cavallio. Ivan Cavallio mit dem 5 zu 0. Unglaublich. Unglaublich, aber wahr. Nein, gegen so eine Teams würde man normalerweise, ja, weiß nicht, so zwischen ja, 20, 25 Tore schießen vielleicht. Wenn man FIFA ein bisschen beherrscht. Also 5 ist schon mies gegen so ein Team. Aber gut, man muss halt dazu sehen, das ist halt diese englische zweite Liga-Team. Ey, da bin ich schon froh, wenn ich hier zu 0 bleibe. Ich habe da nicht hingespielt. Der hat den Ball nach vorne weggespielt, obwohl ich zur Seite gedrückt habe. Jetzt, ein Kunku, aber den können wir nicht durchspielen. Aber den können wir durchspielen und dann ist es Openda. Openda ist ein guter Mann. Den braucht man eigentlich nur anspielen. Und dann ist er auch drin, ja. Ich muss erstmal ein bisschen rinkommen. Ich bin noch ein bisschen kalt.
Ball auf den Falschen schon wieder. Ja, aber das stört mich nicht so. Jetzt, Ricken. Ricken, Löwe, Löwe. Und dann wird nächste Tor an Nkunku. Nach Pass von Löwe. Hier 7-0. Oh, jetzt wird langsam. Langsam okay, sag ich mal. Naja, komm hier. Machen wir mal. Zack, zack, zack. Ach nee, das war nicht so gut. Ich bin noch zu hibbelig, weißt du? Ich spiel noch zu. Was soll ich sagen? Also ich bin noch nicht auf 100% warm gespielt hier heute. So, zack, zack. Sehr schöner Ball. Sehr schöner Ball. Oh Gott, wo spielt er denn hin? Warum spielt er den dann so weit zurück? Das ist denn seine Mission gewesen. Die habe ich jetzt nicht verstanden. Komm hier. Da müssen wir ganz locker bleiben. Ganz locker. Die Zero. Guck mal, die gucken dir an. Da. Babette ist da. Junge, mit der Hacke zurück. Hier, zack. Hier, zack. Wieder rüber. Wieder, zack. Nkunku wieder warten. Wieder ab. Antäuschen. Warten. Schicken. Ab. Dings. Wieder da. So, wieder Tempo aufnehmen, flanken. Wo flankt er denn hin? Was fällt ihm ein? Naja, auf jeden Fall muss er denn nur. Ja, da muss er. Oh, weia, das ist er doch noch. Aber Olsen wieder. Alter, der war gut, ey. Das war gut, der Olsen. Ja, das war noch kein gutes Spiel. Wir gucken mal im zweiten, was wir da fabrizieren. Wir bleiben ja bei dem Team jetzt erstmal. Wir müssen erst da erstmal. Oh Gott. Zack, zack. Und dann. Da draußen ist er. Da rennt er. Tete nochmal. Tete. Och Mann, ich wollte nochmal schießen, ey, aber hat er mir nicht mehr gelassen. Naja, 7-0, es geht ja darum, die Spiele zu gewinnen. Ne? Also bei den Icon-Swaps geht es ja eigentlich nur darum, die Spiele auch zu gewinnen. Natürlich suche ich mir da bei schwachen Teams, die ich leite, suche ich mir natürlich auch schwache Gegner aus. Wir nehmen natürlich auch die starken, aber dann nehmen wir natürlich, vielleicht spielen wir das dann mit Teams, die ein bisschen stärker sind. Ne? Wir haben jetzt aktuell keine Münzen. Wir haben aber schon 16.000 Wochenpunkte. Da versuche ich mich jetzt hochzukämpfen, dass wir da am Sonntag oder also am Sonntag wieder ein paar Coins kriege und ein paar Packs. Am besten halt hier Elite 1 Rewards aus den Squad Battles. Die nehme ich eigentlich jede Woche mit. Bringt halt immer so ein bisschen Coins. Damit kann er halt mein Main Team so ein bisschen verbessern und so was alles. Und ja, so ist der Plan. Aber jetzt sind wir jetzt bei den Icon Swaps. Und aktuell spielen wir mit dem Team hier. Also klar, das sind die, die man da spielen konnte hier. Und dann hätten wir ja vielleicht, wenn wir, naja, ich weiß nicht, ob wir den brauchen, aber hätten wir ja noch diesen Brownie oder so, wie der heißt. Ich glaube Brownie oder so. Keine Ahnung, irgendwie so heißt der. Und dann haben wir ja hier unsere Einwechselspieler, unsere Einwechselbasis, sag ich mal. Das sind ja die, die uns dann helfen. Ne? Also, wir schauen mal rein. Wir gucken uns den Zwischenstand mal an. Also, ich habe ja schon mal angefangen mit den Icon Swaps ein bisschen. Und wir haben jetzt die beiden Aufgaben haben wir abgeschlossen. Also, da habe ich mit dem Portugal-Team gespielt und habe dann 11 Erstbesitzer-Spieler genommen. Somit kann man dann halt gleich 2 Spiele mit einmal. Also, spart man sich halt 6 Spiele. Ne? Das ist halt schon viel. So. Aktuell haben wir jetzt 1-1-1 quasi, also man könnte jetzt eigentlich, ist eigentlich egal mit welchem Team man weitermacht, aber ich habe jetzt eigentlich am meisten Bock erstmal mit dem EFL Championship Ding da zu spielen. Dann werden wir wahrscheinlich das Silberteam nehmen und dann werden wir die Asuri nehmen. Die Asuri habe ich ein bisschen verbessert, habe da auch Wechselspieler genommen, die man nehmen kann, also die halt recht gut sind und dann haben wir die 5 Dinger, die ich spielen will. Ich will die 5 Spieler spielen, weil ich das Pack mitnehmen will. Weil ich da hoffe, schön Material zu kriegen für SBCs, für weitere SBCs halt.
So, ja. Ja, gehen wir darin, ne? Bei mir ist halt das Problem, ich spiele gerne FIFA, aber am Wochenende habe ich halt weniger Zeit, ne? Am Wochenende ist meistens, ja, ist meistens Zeit, wo ich, ja, wo ich dann will die Freundin mal was machen oder so, oder dann müssen wir mal da und da helfen oder so, und dann habe ich halt keine Zeit, um die Weekend League da zu spielen. Das ist halt, wenn ich mir da nicht ansetzen kann, und ich bin Kinder, ich kann die Weekend League nicht spielen, wenn ich nicht drin bin im Spiel. Ich muss halt drin sein im Spiel und dann kann ich das auch spielen. Aber wenn ich jetzt kalt trainiere, da, das bringt nichts, dann mache ich mir zu viele Gedanken, was passieren könnte, anstatt einfach zu spielen. Und wenn ich jetzt eine längere Zeit spiele oder so, dann sind die Gedanken weg. Bei mir ist das Problem, dass mein Kopf das nicht so mitmacht wie bei normalen FIFA-Spielern. Ja? Mein Kopf sagt dann immer, wenn ich dann gegen einen besseren führe, sagt mein Kopf automatisch, ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann werde ich unruhig und mache Sachen, die nicht normal sind. Ja? Und das ist halt dann Kacke. So, Mitrovic, Lerma, jetzt, aber hier komme ich ganz gut klar. Also hier mache ich mir auch keine Gedanken, weißt du, hier spiele ich einfach mein Spiel. Hier gibt es keinen Gegner, der auf Zeit spielt, der abgefuckt sein könnte, der mich abfuckt und so. Das ist halt immer gleich, weißt du, das ist halt für mich so, das ist für mich Training halt. Training, Training, Training. Oh Gott, was habe ich da gemacht? Ich muss wieder rinkommen. Jetzt hören wir mal auf hier zu labern. Jetzt müssen wir mal uns ein bisschen konzentrieren hier. Da, komm, 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 komm. Ah, reicht nicht, oder? Ist abseits. Nee, doch nicht. Doch nicht. Ah, dieser, komm hier. Was macht er denn? Der eigene Mann. Der eigene Mann nimmt mir den Ball ab, eigentlich. Warum lässt er mich nicht laufen? Kollege, Alter. Jetzt hier. Lauf mal. Quina, Quina, warten, warten, warten und Tor. Berge macht das Tor. Der kann Berge versetzen. Sander Berge. Ja, siehst du, da braucht man nicht so unbedingt gute Spieler. Ne? Man kann auch mit schlechten Spielern viel erreichen. So zeige ich immer, also das. Auf jeden Fall, bei den Squad Battles auf jeden Fall. Komm, aber wir wechseln trotzdem. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir wechseln diesmal mal Mané ein. Und für Mitrovic nehmen wir mal. Ja, komm, nehmen wir mal Benzema. Und. Wen haben wir hier noch? Könnte man ja. Komm, nochmal Ricken und fertig. Das sind ja jetzt nicht so übelst krasse Spieler, die ich da einwechsel. Das sind ja jetzt nur normale Spieler, ja, normale Goldspieler, Spieler, den man sich erspielen kann, und ein Spieler, den ich bekommen habe. Also das ist jetzt nicht die Welt an Spielern, ja. Also ja, aber das reicht, um Glück zu haben. Ja, und den Benzema habe ich halt gemacht als SBC ganz am Anfang. Und mit denen kannst du das halt machen, ne? Warum nicht? Warum nicht? Das sehe ich ja nicht ein. Ne? So, jetzt müssen wir raus. Da muss er raus eigentlich. Und dann Löwe und. Ah. Schade, den haben wir aber. Also wieder raus, wieder rein. Und weg ist der Ball, weil er nicht bremsen konnte eben. Weiß nicht, war die Bremsscheibe kaputt oder so. Ja, den haben wir. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt, zack. Jetzt durch. Und jetzt. Und jetzt. Jawohl. Carvalho mit dem 3 zu 0. Ah, das war schön, Alter. Das war ein schönes Ding.
schönes Ding war Zufall, aber der Schuss war schön. Also der war so richtig, richtig nach meinem Gefühl so. Den habe ich richtig gefühlt, den Schuss. Nein, da sollte der nicht hin. Da ist er abgerutscht. Aber das ist halt der Fähigkeit des Spielers geschuldet. Ne? Die ist halt nicht sehr hoch. Boah, der Ricken, Alter. Ricken, der kann auch laufen. Laufen kann der. Naja, probieren kann man ja mal. Berge. Und. Ah, mit Sui. Mit Sui. Keine Ahnung, wer das ist. Boah. Ach ja, da waren drei Leute in der Mitte. Das ist halt schwierig, dann den Pass dann noch durchzukriegen. Da muss man halt schon ein bisschen Glück haben. Boah, wie er sich da rumdreht. Zack. Und dann wieder rumgedreht. Und. Bams. Geht auch immer ganz gut. Das hier auch immer ganz gut hier. Zack, zack, so, so. Dann wegdrehen. Wieder rumdrehen. Dahin spielen und da abschließen. Geht auch immer ganz gut. Das muss halt alles in einem Fluss passieren, ja? Also ist jetzt. Das ist jetzt, wie gesagt, nur Squad Battle. Aber das sind halt alle so Sachen, die funktionieren online genauso. Wenn man da einen Gegner erwischt, der nicht, der mit der Geschwindigkeit dann halt nicht klarkommt, dann funktioniert das auch. Aber ich trainiere das halt hier. Ist halt meine Art, FIFA zu spielen. Und die lasse ich mir auch nicht schlecht reden. Das ist mir eigentlich relativ wurscht. Wenn die Leute Weekend League spielen wollen, dann können sie das machen, ne? Wenn sie da Bock haben, 20 Spiele für eine 81er Karte in Rot zu machen und vielleicht mal einen spielbaren in Rot zu haben, dann gönnt euch. Und die zusätzlichen Münzen, die ihr dadurch bekommt, die sind euch ja auch gegönnt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich euch das nicht gönne. Aber ich sehe halt Woche für Woche, dass die Belohnungen halt nicht so geil sind. Nachher zum Tots, ja, da sind die Belohnungen geil. Da lohnt sich das auch, Weekend League zu spielen. Jetzt, ups, und Tor. Ja. 6 zu 0, das ist schön. Das ist schön, das ist auch. Na, komm jetzt hier. So. Aber ich bin auch nicht so in, ich spiele auch nicht so viel. Ich mache nicht so viel Faxen. Also ich kann nicht so viel. Das war zum Beispiel schon mal einer wieder zu viel. Ich fange schon wieder an, viel zu viel rumzutricksen, unnötig rumzutricksen. Aber 6-0, also das gewinnen wir auf jeden Fall. Also das, da brauchen wir keine Angst haben, dass wir das nicht gewinnen. Jetzt können wir noch mal ein bisschen was, jetzt können wir mal ein bisschen was Sehenswertes rausspielen. Zack, und gucken wir mal, ob wir sehenswerte Treffer rausspielen können. Löwe holt sich erstmal die Kugel oder holt erstmal die Kugel. Eieiei, der läuft da einfach vorbei. Ah, guck mal.
Lerma, also Lerma macht auf dem Niveau echt einen guten Job, ne? Oh, das. Nein, der Ball kommt einfach nicht dahin. Der läuft einfach weiter. Da kennt er nix, kennt er da. Lars Ricken kann auch mal ein Tor schießen, aber gut, das war jetzt kein schönes Tor. Aber es ist nicht der hingelaufen, der eigentlich hinlaufen sollte. Es ist Benzema hingelaufen. Der langsamere läuft dahin. Also das muss mir mal einer erklären hier. Bei Gelegenheit, warum da der langsamere hinläuft. So, jetzt, Alter. Oh, fuck, Alter. Aber jetzt hier. Jetzt hier Samit. Ah, komm. Hier. Oh, ho, ho, ho. Das war irgendwie merkwürdig. Ich hatte gar keine Kontrolle richtig. Also, ich konnte ja nicht richtig. Oh, jetzt aber. Okay. Den haben wir. Olsen. Davis. Nee, guck mal, den schicken wir einfach und dann täuschen wir einfach an und schicken den, laufen einfach, also spielen einfach woanders lang. Oh, jetzt. Jetzt. Zack. Und zack und zack. Ich liebe diese Tore. Ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Kann man aber nur machen mit Spielern. Kann man aber nur mit Spielern machen, die sehr wendig sind und einen schnellen Antritt haben. Genauso würde ich das in echt nämlich auch machen. Jeder würde denken, du willst aufs lange Eck schießen. Du schießt dann aber aufs kurze Eck. Und damit rechnet einfach keiner. Der Verteidiger kann damit nicht rechnen. Jetzt probieren wir das Ganze mal aus einer fließenden Bewegung. Ob wir das aus einer fließenden Bewegung heraus schaffen. Erstmal hier. So. Ach du Scheiße, ne? Das war jetzt nicht so fließend, sollte die Bewegung jetzt nicht sein. So, da haben wir den Ball. Lerma holt sich den Ball. Ja, das ist alles unaufgeregt. Ah, das ist nicht. Das war nicht richtig. Hat er nicht den eingespielt. Schön hingelaufen. Ja, da muss er aus einer fließenden Bewegung machen. Zack, zack. Ja, guck mal, was macht er denn da? So, dann halt so. Zack und zack. Und muss Freistoß sein, oder? Ja, von da hinten, ey. Ja, von da hinten probieren, ja. Komm, nimm mal hier die extra harte Schusstaste hier. Und dann Bams. Nee. Schade. Ich wollte flanken. Im letzten Moment der Flanke hat er das denn noch. Jetzt, und zack und zack. Oh nein, er macht das nicht. Nein, er war noch in der Bewegung, deswegen konnte er nicht schnell rennen. Das ist halt, geht halt nicht, ne? Du kannst halt nicht, wenn du eine Bewegung machst, kannst du halt nicht schnell losrennen. Das funktioniert nicht. Du kannst erst schnell losrennen, wenn die Bewegung abgeschlossen ist. Das ist ja echt auch so. Du bewegst dich ja nicht und sprintest aus der Drehung los. Also das können die wenigsten. Muss halt schon die Bewegung abgeschlossen haben. Jetzt, jetzt, jetzt und jetzt antäuschen, antäuschen, antäuschen. Ja, da hat er irgendwie nicht, da hat er irgendwie das nicht so gefühlt, wo ich hin wollte.
Da hat er eine Mitte abgeschlossen, also Richtung Mitte quasi. Das war ein bisschen komisch. Der sollte eigentlich nicht so abschließen. Ah, komm hier. Nack, Nacksch! Weiß denn hier, wie spricht man das aus? Damit hat er nie gerechnet. Komm hier, zack, zack und zack und Ricken. Dann ihn hier und BAMS! Naja, dann halt so. War zumindest aus einer fließenden Volley-Bewegung, also eine, war wenigstens eine fließende Schussbewegung. Danach wird es dann schon schwerer, ne? Also danach müssen wir schon uns überlegen, mit welchem Team wir spielen. Da wird er dann nicht mehr so einfach. Schön gemacht. So, schön gemacht. Und dann. Zack, zack, zack. Oben ins Eck. Oben eingewinkelt. Ivan Carvalho. Zack, zack und boah, durch ihn durch im Prinzip. Das war schon krass. Eieieiei. Mané, 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 Mané ist er da und zack, Ricken. 11-0. Ah, schade. Schauen wir noch eins. Schaffen wir noch eins. Ah, komm hier. Ah, komm. Komm, komm, komm. Schön gemacht. Schön. Schön. Ah, das wird nichts. Das wird, glaube ich, nichts. Mann, ich wollte doch nochmal schießen. Ich hätte jetzt nochmal geschossen aus der Bewegung heraus, aber das hat nicht mehr gereicht. Hat nicht mehr gereicht. Aber ich hab's da eigentlich. Ich hab's da jetzt schöne Tore. Waren da schöne Tore bei? War das für ein Tor? Ja, aber das ist halt auch immer. Ich meine, gut, das ist jetzt gegen den Computer, aber wahrscheinlich wird's halt online weniger funktionieren, weil du halt da, weil der Spieler dann halt direkt auf dich drauf geht oder halt vielleicht mit einem anderen Spieler auf dich drauf geht. Aber wenn du in so eine Position kommst, online ist das schon sehr gefährlich für den Gegner, ne? Weil du könntest ja in der Situation quasi, du könntest hier den Pass spielen, dann, also hier 1, 2 und hast dann die freie Schussbahn. Oder du hast halt die Möglichkeit, das so zu machen, direkt drauf zu schießen. Und dann gibt es auch so viele Szenarien, was dann passieren kann. Klatscht er den ab, lässt den hier vor wieder fallen, hast du die Möglichkeit, runterzuspielen, das Tor zu schießen, hast du die Möglichkeit, direkt zu schießen und so, das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste vorm Tor ist echt die Ruhe. Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, dass du die Ruhe bewahrst in solchen Situationen. Also, dass du halt, wenn du hier bist, schon eine Idee hast, was du eigentlich vorne vorhast. Ich hätte auch die andere Idee nutzen können. Ich hätte auch die Idee nutzen können, den hier einfach ein bisschen rüberlegen und dann hoch in Knick zu schießen. Wäre auch möglich gewesen. Wahrscheinlich wäre es möglich gewesen, aber ich wollte halt so ausspielen. Was ist hier passiert? Ja, das ist halt. Ja, das ist halt, wenn. Das ist halt, da kann er halt die Geschwindigkeit ausnutzen. Und dann ist halt auch wichtig, dass man da nicht gerade abschließt oder so, einfach irgendwie, sondern dass man da auch so ein bisschen mit der Richtung arbeitet. Also in welche Richtung du das
ablegen willst. Ja, gut, das war ja einfach nur drüber gelegt. Das mache ich voll gern. Diese Dinger mache ich voll gern. Dass du denn so diesen Knick machst, der Verteidiger läuft ja raus, der ist ja jetzt weg im Prinzip. Ich kann so viel machen jetzt, weil der Verteidiger, der macht so viele Fehler mit seiner Aktion hier, so zack, der ist jetzt hier hinten, der hebt hier hinten das Abseits auf. Ich könnte den Ball jetzt hier so rüberschaufeln. Ist zwar die Möglichkeit da, dass er dann hingeht, aber ich habe so viele Möglichkeiten. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Ball in die Mitte zu spielen, ist er auch drin und so was. Also mit diesem einfachen Richtungswechsel hat man so viel Situation ermöglicht. Also das ist unmöglich, unmöglich zu verteidigen für den. Der steht jetzt immer noch nicht am Abseits, den könnt ihr immer noch anspielen. Ihr könnt ihn immer noch anspielen, anspielen, anspielen. Wahrscheinlich warten sie auch darauf, dass ich den anspiele. Aber wenn ich den anspielen würde, ich würde ihn nicht direkt anspielen. Ich würde hier drüber gehen. Hier, ihn und dann den rüber. Natürlich kann es passieren, dass in der Zeit der den ins Abseits stellt. Aber ich würde trotzdem, der direkte Weg ist schwieriger, glaube ich. Wäre vielleicht hier auch gegangen, wenn man jetzt hier so durchgepasst hätte mit dem X-Pass allerdings. Aber so, das ist viel überraschender, finde ich. Und man sieht doch, das wurde jetzt auch nicht vom Spiel entschieden, dass ich dahin schieße, sondern ich selber habe auch dahin gespielt. Guck mal, der Verteidiger behindert seinen eigenen Keeper, dadurch kann er halt nicht richtig reagieren und so was. Das sind halt alles immer so, das sind ja alles so Kleinigkeiten, die halt jetzt ganz cool sind, ne? Das ist auch Glück hier, das ist eher so das Glücksding hier. Ein Glücksding, was schon tausendmal probiert ist. Ich hätte nur einfach rüberlegen können. Mit X rüberlegen, zack, dann hätte er Benzema mit Tor gemacht. Das ist auch so eine Kombination, die ich gerne mal spiele. Die spiele ich auch online. Also die spiele ich genauso online auch aus, wenn ich die Möglichkeit habe. Wichtig ist hier, dass man den Ball annimmt. Also in dieser Situation ist das echt, das Wichtigste in dieser Situation, dass du den Ball annimmst. Weil durch die Ballannahme hast du halt alle Möglichkeiten. Du hast halt dadurch wirklich alle Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für den Schuss entschieden, klar, weil ich wollte den halt oben reinknallen. Ich habe aber, wenn man jetzt sich hier rüber dreht, ja, dann ist da noch einer, der steht völlig frei. Da ist überhaupt kein Gegner. Da ist kein Gegner. Wenn du den jetzt zum Beispiel mit einem Hakenpass rüberpasst. Oder mit einem. Oh, hier habe ich aber Glück gehabt, ne? Glück gehabt, dass der da durchgeht. Ist ja egal. Manchmal muss man auch mal ein bisschen Glück haben, ne? Das muss man auch mal ein bisschen mitnehmen. Aber ich hätte auch den Ball einfach rüberspielen können. Oder zu ihm und dann schnell, zack, zack. Also dann, wenn du zu dem spielst, dann muss er halt zweimal ganz, ganz, ganz schnell hintereinander zweimal die Schusstaste und dann schießt er auch so ein bisschen, ja, zeig in anderen Spielen vielleicht mal. Wir müssen erstmal weitermachen, wenn wir mal gucken, wie der nächste Gegner aussieht. Haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein paar Pünktchen. Hier haben wir 86er Team. Nee, das nehmen wir lieber nicht mit. Das ist für meine Zwecke zu stark. Egal, nehmen wir nicht mit. Was haben wir hier für Spieler? Da könnte man hier zum Beispiel mit einem italienischen Team spielen. Machen wir mal Weltklasse. Und dann spielen wir mal mit der Aspasuri. Azuri Blau. Da spielen wir mit dem Team. Es ist ohne weltbewegend, aber wir haben auf der Bank haben wir unsere Helden vom Erdbeerfeld. Und auf dem Platz haben wir halt nur Del Piero.
Del Piero und Barella sind so die, ja, bisschen so die Leitfaden. Hier haben wir, beim Gegner haben wir jetzt vier richtig gefährliche Spieler. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das Team eingestellt ist. Kann sein, dass das Team mir die Hosen auszieht. Mal schauen, ne? Immer mal gucken hier. Zack. Zack, rüber. Ja, müssen wir erstmal auseinanderziehen, die Suppe da. Werden wir aber auch wechseln müssen. Acerbi. Soriano. Das müsste Elfmeter geben. Ja, manchmal muss man ein bisschen Glück haben. Oh, ob das was wird, ey. Jawohl. 1-0 Del Piero. Das ist wichtig, dass er das macht. So, hier wechseln wir mal für Soriano, der den Elfmeter rausgeholt hat. Da wechseln wir mal Capoue ein und wir wechseln hier ihn ein. Dann ziehen wir Del Piero darüber und wechseln Alessandrini ein. Und dann macht das Ganze schon viel mehr Spaß. So, Del Piero habe ich mir nämlich genau aus so einem Grund geholt. Weil ich den im Main-Team spiele und ich finde den eigentlich ganz gut. Ah, Scherbi, gut. Ah, da guck mal, da kommt er nicht. Das ist dumm, ey. Dumm. Den spielt er einfach nicht. Er dreht sich. Er dreht sich beim Pass. Der Spieler. Nochmal. Aber ist egal. Ward Prowse. Ja, wir müssen gucken hier, ne? Oh, dieser Kracknow, Alter. Kracknow ist nicht unbedingt die beste Bohne im Kaffee. Komm, den muss er aber haben hier, Kracknow hier. Da Ego ja nie, da mache ich oder ja nichts mehr, ne? Da lasse ich den Torwart komplett selbst entscheiden. Bevor ich da irgendwie. Komm, jetzt hier haben wir Platz. Hier haben wir Platz. Platz, Platz! Cesar, Cesar! Oh Gott, oh Gott! Ah, Scheiße, ey. Das war nicht gut. Das ist nicht gut. Aber es ist gut, dass der Werner da hinten den Ball bekommen hat. Aber da ist der. Oh, der Acerbi. Komm, Junge! Mir juckt die Nase! Jetzt nicht mehr. Oh, Schelotti wieder. Ah, das war nicht so, wie ich hier. Ja, guck mal, guck, da muss er sein, da muss er sein, da unten muss er sein. Und da ist er wieder, da ist er wieder, wieder antäuschen! Und dann hat das nicht geklappt, weil er in den Rennrand ist. Nein, das war dumm. Alter, warum juckt denn meine Nase jetzt so, ey? Willock. Nein, 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 nein. Was macht er denn da? Mann, ey, das war dumm, ey. Da kam er aber nicht mehr hin, ey. Da konnte er nicht mehr machen. Konnte er nicht mehr machen, das war dumm. Das war auch schlecht verteidigt von mir. Ist egal, da lassen wir uns nicht von aus der. Da lassen wir uns nicht aus der Bahn bringen von. Wir dürfen nicht in diesen. Nicht in. In eine schlechte Stimmung reinkommen. Wenn wir in eine schlechte Stimmung reinkommen, dann werden wir das Spiel eh verlieren. Es kann auch ruhig mal Misserfolge geben. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Also man kann auch mal Spiele verlieren. Das ist scheißegal. Er spielt nicht dahin, wo du willst. Das ist schon mal ein Problem, ja. Jetzt, und dann! Ach, nee! Den muss er machen. Den muss er aber machen, ey. Da bin ich aber enttäuscht von ihm, ey. Dass er das nicht macht.
Was macht er denn da? Das ist was, was ich nicht verstehe. Da könnte ich mich schon drüber aufregen, aber ich mache das jetzt nicht. Bastoni, Alter, gut geholt, ey. Bastoni gefällt mir echt gut, aber es ist abseits. Nein, ey, nicht schon wieder. Das ist schon zweite Gegentor, was so bescheuert passiert. Also das ist wirklich. Da bin ich zu blauäugig einfach. Da reicht so ein Drecks Timo Werner, um mir das Spiel zu versauen. Das gibt's ja nicht. Mann, ey, ich krieg den Spieler einfach nicht. Vor allen Dingen, ich hab schon alle gewechselt, ey, und dann macht der da so einen Scheiß, dieser. Jawohl. Jawohl. Mané, Alter, Mané. Ich mag den einfach. Wenn ihr einen Spieler haben wollt, auf dem Flügel, der sich gut anfühlt, also der sich wirklich beweglich anfühlt und ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt, einen guten Flair hat, also guten angeschnittenen Schuss. Ey, denn rein da, Mané, guter Mann. Wirklich guter Mann. Die ganz normale Goldkarte, fertig. Was denn jetzt? Oh, wo soll ich denn hin? Komm doch her hier. Scheiße. Ach ja, ich hasse das, dass sie automatisch werfen. Das finde ich kacke. Das ist jetzt nur passiert, weil er automatisch geworfen hat. Nö, kann ich nicht machen. Kann ich nichts mehr machen. Kann ich nichts mehr machen. Ist zu gut gespielt für mich. Ist für mich zu gut gespielt. Weiß ich nicht, wie ich das verteidigen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich das verteidigen soll. Ja, wir können nur dranbleiben irgendwie. Ja, aber ich muss halt diese Mannschaften auch mitnehmen. Ich kann ja nicht alles wegmachen. Ich kann ja nicht nur mit den. Was ist das? Komm jetzt hier. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Ball in. Da sollte er hin. Zu Barella sollte er hin. Ich weiß nicht, warum der da nicht zum Richtigen gespielt hat. Jetzt. Nein, nein, nein. Ach nein, das haben. Bastoni. Es ist unfassbar, Alter. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Nichts machen. Die verteidigen das so streng. Kann nichts machen. Kann nicht mal mit Ball annehmen, irgendwas machen.
Lauf mal. Mann, er läuft einfach nicht. Guckt sich das alles an, na. Er nimmt ihn einfach komisch an. Es ist einfach, es war nicht normal eben. Er nimmt ihn einfach nach vorne mit, obwohl ich nichts drücke in die Richtung. Das war merkwürdig. Ja, vielleicht soll ich das Spiel halt mal nicht gewinnen, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, wir holen uns da trotzdem den, wir holen uns trotzdem die Dinger. Guck mal, das ist nicht normal, das ist ja nicht normal. Scherbi! Nicht hin, Kollege. Du kommst in Teufels Küche, sagt der Ascherbi, wenn so ein Pass, wenn du so eine Pässe spielst. Boah. Ja, das ist faul. Nein, verdammte Scheiße, Alter. Ich krieg den Ball nicht hin. Ich krieg den Ball einfach nicht hin. Jetzt hat's geklappt, ey. Oh, ich krieg aber den. Ich krieg den Ball einfach nicht dahin. Das ist übelst schwer gerade, ey. Wirklich, das braucht so harte Konzentration, ey. Nein. Nein, da lassen wir uns ja nicht von einschüchtern. Ach, dieser Kollege spast, Alter. Nein! Wie schießt er denn? Ich drück doch. Mann, ich drück doch aufs Eck. Mann, ey, da hat das Spiel wieder entschieden, dass er gerade schießt, ey. Das ist nervig, diese Spielweise. Ja! Jawohl! Das war so eine Mirza Jahic-Spielweise gerade. So ein Hauch davon hattet. Ihr habt. Nur halt viel, viel schlechter als der Mirza Jahic. Aber der Ascherbi, eigentlich gefällt er mir ja ganz gut, ja. Eigentlich finde ich den ja mega gut, ja. Das war gut, das war sensationell gut, weil jetzt kann ich den Todesstoß geben. Das habe ich gespürt. Die Energie habe ich gespürt, was mir dieser Angriff gegeben hat. Ja, so richtig. Das war einfach alles offen. Also das war einfach, da war so viel Luft. Da waren so viele Löcher, sag ich mal, in der gegnerischen Verteidigung, dass ich da auch keine Schwierigkeiten hatte, ja.
Aber dieser Acerbi, eigentlich ist der echt nicht verkehrt, ne? Den musst du halt nur, du musst den halt nur vernünftig in Position bringen. So, der ist. Chiesa, Chiesa, Chiesa. Und dann ist es. Und dann Capoue. 6 zu 3. Jawohl. Ja. Puh, das ist natürlich. Das ist natürlich, da sind wir mit, da sind wir mit Ruhe rangegangen. Ich bin dreimal in Rückstand geraten und bin trotzdem ruhig geblieben. Ich habe mich zwar innerlich geärgert über die Gegentore, weil da waren echt bescheuerte Dinger bei und ich weiß halt nicht, wie ich sie verteidigen soll. Da bin ich halt immer noch am Rätseln. Das habe ich online wie offline, diese Szenen, die ich einfach nicht verteidigen kann, weil ich da zu schlecht agiere. Aber ich habe was. Ich bin in der Offensive mittlerweile relativ gut geworden. Somit kann ich gewisse Sachen ausgleichen, indem ich mit ein paar Tricks arbeite, die mir halt mit der Zeit aufgefallen sind. Ja, das war ein total beklopptes Tor. Das war ein total bescheuertes Tor. Hier, ich bin ja dran an ihm. Ich bin ja dran an ihm. Also ich spiele ja den 13er. Bin ja dran an ihm. Das ist. Komme nicht richtig in den Zweikampf. Dadurch entwickelt sich halt eine Situation, die kann ich nicht verteidigen. Ich weiß nicht, wie ich das verteidigen soll. Weil. Hier ist der ballführende Spieler, der hat Platz ohne Ende. Es ist egal, was ich mache. Ich kann's nicht verhindern. Ich kann's nicht verhindern, dass dieser Torschuss kommt. Und ich wusste, dass der spielt. Also ich hätte eigentlich gedacht, der spielt den Ball hier runter. Aber dass er den dann auf Werner spielt. Aber ich wusste, dass der Pass kommt, sobald er an den Ball kommt. Und ich kann diesen Ballkontakt nicht verhindern, weil ich muss diesen Zweikampf sauber führen. Dadurch, dass ich den Zweikampf verloren habe, das war der entscheidende. Das war einfach der entscheidende Zweikampf. Es kann keiner mehr. Es gibt niemanden mehr. Es gibt ja niemanden mehr, der sich hinbewegt. Er bewegt sich noch. Also ich versuche ja mit ihm hinzukommen. Also ich weiß nicht warum. Ich glaube, vielleicht habe ich damit gerechnet, dass er vielleicht noch schießt. Also es war auf jeden Fall nicht zu verhindern für mich. Das ist genau so ein Ding hier. Hier grätsche ich nach ihm. Er kommt doch ins Stolpern. Kriegt aber dadurch genau diese Verzögerung rein, dass ich hier nicht hinkomme mit ihm. Dann ist er einfach perfekt. Der ist einfach perfekt gespielt. Kannst du nicht mehr verhindern. Wie willst du das verhindern? Das kannst du nicht verhindern. Das ist so ein. Das ist ein Tor, das ist halt einfach schon vorher entstanden. Keeper geht nicht optimal hin. Und ja, ist halt einfach für ihn. So, dann haben wir das ganze Ding ja nochmal ausgeglichen. Und das ist halt, das ist das, was ich meine. Das finde ich an Mané so stark. Du kannst halt diese Bälle so annehmen und dann kannst du halt sofort die anderen Spieler, die ich habe, ich habe keinen vergleichbaren Spieler, der das so macht wie er. Er macht dann nochmal so ein, weiß nicht, er macht dann nochmal so ein extra Curve, weiß nicht, um den Keeper rum. Sodass der dann halt genau passt. Also das ist schon stark. Also ich finde beim Mané ist das halt auffällig, dass der kann halt immer echt extra gut so. Mit dem habe ich viele solche Tore gemacht. Also klar auf Squadball-Niveau, aber trotzdem halt viele solcher Tore und ich finde dafür ist der stark.
Ja, und hier machen wir uns nichts vor, Alter. Was soll ich hier machen? Was soll ich hier machen? Ich bin hier am. Also er will den Pass nehmen. Aber er verarscht mich halt komplett und dadurch kommt der andere an den Ball. Kannst du da nicht mehr verhindern. Dann ist es einfach stark gespielt danach. Also danach ist es einfach bockstark gespielt. Also das ist gespielt like a Pro, Alter. Also online kriegt genau so eine Dinger kriegst du online auch, wenn du nicht aufpasst. Genau die Dinger. Durch Beine oder durch. Hier hätte man Glück haben können, dass der Keeper den Ball noch kriegt, ansonsten ist er halt weg. Und hier hat es halt lange gedauert. Das hat halt echt lange gedauert, bis ich mal in so eine Situation gekommen bin. Ich versuche mich immer in solche Situationen zu spielen, dass irgendeiner da draußen pennt. Und dann, genau dann habe ich diese Möglichkeiten. Und dann wollte ich hier eigentlich, ich wollte eigentlich erst hier so einen kleinen Knick machen und dann wieder so einen Curve-Schuss ansetzen. Aber ich habe mir nie getraut, deswegen habe ich einfach so geschossen und habe gehofft, dass der reingeht. Das hätte auch schief gehen können. Naja, und das war halt hier so ein bisschen so. Das war halt so ein bisschen Mirsajic Strategie. So ein bisschen hin und her, also so ein bisschen im Strafraum hin und her passen, bis dann halt einer so eine kleine Lücke aufmacht. Ich meine, es ist wirklich nur eine kleine Lücke. Es ist ja wirklich minimal, die Lücke. Es ist nicht sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der reingeht? Höher ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich dahin schieße. Hier ist ja die Wahrscheinlichkeit höher. Aber ich dachte, scheiß mal drauf, ich mach das jetzt einfach. Ja, dann hat's gepasst. Ja, und hier war dann halt schon, also den Platz darf man mir halt nicht lassen. Wenn man mir den Platz lässt, das ist dann schon sehr, 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 sehr fahrlässig. Sicherlich habe ich hier ein bisschen Glück. Ich muss sagen, hier habe ich ein bisschen Glück in der Situation, weil der Ball eigentlich auf ihn kommen sollte. Also ich wollte eigentlich hier hinspielen, dass der so macht, also hier, so, und dann drin. Ne? Aber er hat's halt nicht richtig erkannt und hat den Ball dann halt zum Del Piero gespielt. Und da musste ich mir wieder was Neues ausdenken. Also dann habe ich im Prinzip hier entschieden, okay, dann probiere ich es genauso wie zuvor geschossen habe mit ihm. Und dann habe ich natürlich Glück, dass der Ball aber so haarscharf an meinem Spieler vorbeigeht. Also das ist wirklich haarscharf. Aber ich glaube, er geht tatsächlich vorbei. Hier ist das nix, da ist nix. Da ist nix, nix komisch, oder? Es ist nur die Hose ein bisschen. Er erwischt nur die Hose ein bisschen. Dann geht er halt wieder rein, ne? Dann steht er halt schon 5-3. Ja, und das ist halt dann wieder, das ist die gleiche Situation wie vorher. Also diese, das ist der Grund, warum ich Mané einwechsel. Weil Mané sich immer solche Räume sucht. Es ist einfach voll krass. Ich schwöre euch das, ihr müsst euch den Typen mal gönnen. Der kostet ja nichts. Und dann einfach mal Spiele mit dem spielen. Und der Typ läuft immer in solche Räume. Und das ist einfach dermaßen krass. Du hast jetzt. Hier ist alles frei. Hier, ich habe Platz ohne Ende. Ich kann machen, was ich will eigentlich. Ich bin nur ein bisschen zu blöd, kann man sagen. Also ich weiß nicht so richtig, was ich machen will. Also ich war ein bisschen zu unentschlossen. Aber ich hätte in der Situation hier, das ist alles frei einfach. Das ist einfach alles frei. Da kannst du schön diesen Curve-Schuss ansetzen. Zack, ist das Ding drin. Und der sucht sich halt immer wieder solche Wege. Also so eine Pass.
Dinger da, halt so eine Räume. Ja, hier ist natürlich das Glück, natürlich hier. Natürlich. Habe ich nochmal den Verteidiger verarscht. Und dann habe ich das dritte Mal in die schwache Ecke geschossen. Also, das ist schon krass, ne? Dass dreimal hintereinander Schüsse in die gleiche Ecke funktionieren. Also, das ist auch nicht so oft. Das war eigentlich so, das fand ich eigentlich das coolste Tor, so. Fand ich eigentlich so cool, so, weil er ist halt, ja, weiß nicht. Ist halt so. Der Typ rennt halt immer wieder in solche Situationen rein. Das finde ich halt geil an dem. So, haben wir das Ding zu Jano gewonnen, ey. Ist ja krass. Gegen das Team haben wir keine Chance. Das Team würde uns zerquetschen. Das ist ein Team, das würde uns einfach zermalmen. Da hätten wir keine Chance. Irgendwas, da würde man nicht mal an den Ball kommen, glaube ich. Aber das ist hier ein Lola-Team. Da können wir auf Weltklasse gehen und dann können wir wieder auf unser anderes Team zurückspringen. Da können wir nämlich können wir ruhig mit England 2 machen. Mit dem Silberteam würde ich da jetzt nicht rangehen, weil das Silberteam ist dann doch ein bisschen zu schwach für das Team. Da sind halt schon einige Goldspieler bei und da habe ich beim England 2 Team habe ich zumindest ein paar Goldkarten mit drin. Sonst, das macht sonst keinen Sinn. Das macht sonst absolut keinen Sinn. Ja. Machen wir das mal gleich. Gucken wir mal, ob wir hier eine Chance haben. Oh, das war ja was. Das ist ein Hit. Der sollte eigentlich zu ihm kommen. Naja, egal. Wir probieren es weiter. Wir lassen uns da nicht aus der Ruhe bringen. Schön gemacht. Ah, dieser Barbette, ey. Oh. Ey, also da kriege ich schon mal so ein Geschenk. Oh! Oh, Mann, Mann. Ist abseits. Okay. Hier, da wechseln wir Mané ein wieder. Hier Openda. Und hier nehmen wir einen Kunku. Und dann. Let the show begin. Openda ist auch mega. Openda finde ich mega krass. Oh, da haben wir aber Glück hier. Tete. Tete. Und dann. Ah, das reicht mir nicht. Den Platz, den er sich da erlaufen hat, der reicht mir nicht. Oh Gott. Jetzt hier. Jetzt ist er wieder in diesem. Jetzt ist er wieder in so einem Raum. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen oder soll ich das nochmal zeigen? Ich zeig das nochmal. Hier, ich zeig das nochmal in der Wiederholung. Er hat sich einfach wieder so einen Raum erspielt. Hier, gucke an. Guck an. Da. Da hinten. Da. Da, Mané und Platz. Ich zeig's weiter. Ich zeig's weiter.
Okay, also da staunig. Das ist staunig. Das war ja eigentlich ein Foul, oder? Nein, jetzt aber Martial, Martial und dann ist er weg, oder? Ist immer noch nicht. Krieg den Ball nicht weg. Krieg den Ball nicht weg. Den Ball nicht weggekriegt. Konnte den Ball nicht verteidigen. Aber ist egal. Wir haben Mané und wir werden das Ding wippen. Aber ich hab den Ball einfach nicht weggekriegt in der Situation. Ah, warum man das da in der Situation nicht macht, keine Ahnung. Naja, egal. Jonathan David. Ah, Kollege. Naja, komm, das ist egal. Wir kriegen das trotzdem hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, sagt er. Ja, kriegen wir hin. Da sind wir dabei. Und dann, hier, und dann zack, 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 zack. Dann macht er das. Nee, er macht das nicht so. Er macht das nicht so geil. Zack, 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 zack. Zack! Bam! Openda. Bam, bam, Openda macht das Tor. Auch ein guter Mann. Naja, guck mal. Also. Aber nach dem Spiel muss ich mal ganz kurz muss mal den Trockner ausräumen. Das Trockner ausräumen. So. Nein, 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 nein. Aber da ist er. Da ist er. Und dann Nkunku. Da macht er Tor. 3-1. Sehr schön. Hat er wieder. Jetzt hat er wie. Jetzt hat er. Guck mal, jetzt ist Mané eigentlich wieder dran. Wollen wir mal Mané wieder mal in eine Situation bringen. In eine goldene. Jetzt passt. Jetzt. Jetzt. Zack. Zack. Ball rüber. Ball. Oh nein, was macht er denn da? Warum? Hä? Seine Mission eben, warum ist er zurückgegangen? Er muss ja vorrennen. Hä? Ich schicke den in den Lauf und der macht sich zurück. Der teleportiert sich zurück. Da spiele ich nicht hin. Da soll er hin. Genau zu dem, der gerade eben. Ja, der kam halt nicht dahin. Hin sollte, das ist aber nicht so schlimm. Dann halt so. Ich finde den Torhüter gut bei den Gegnern. Alter, was ist das für eine Krawallbürste? Das ist gerade. Du bist ja so früh schon hier da, Mensch. Na, da hat der Openda wieder getroffen. Ja. Ja, aber das ist ja. Ja, nach dem Spiel. Wenn wir denn für heute wieder aufhören, weil.
einfach ist es. So einfach ist es mit den Icon-Swaps. Swapsies. Ist aber ich wollte euch ja noch zeigen, wie das ist hier mit dem Mané. Guck, da ist er wieder. Da ist er wieder völlig frei und dann kannst du da Tor machen. Total easy. Das macht das Streifenhörnchen ja gut. Der ist echt anders. Der ist von einem anderen Stern, der Bengel. Und für eine Goldkarte, finde ich, ist der ganz gut. Und kostet ja gerade mal 40k oder so, wenn überhaupt noch. Zack, jetzt schicken. Da ist er wieder, der Mané. Zack. Ah, diesmal hat es nicht funktioniert. Aber kann ja auch nicht immer funktionieren. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel Vorhersage gewesen. Oh, der Olsen. Aber Olsen ist auch ein ganz guter. Immerhin 1,96 groß. Also der sollte auch ein paar Bälle halten. Ich denke mal, mit 1,96 wird man ein bisschen Schwierigkeiten auf dem Boden haben. Das nächste Tor von Mané. Aber gut, das ist halt... Ich muss halt immer wieder sagen, das sind halt auch schwache Teams, gegen die man da spielt. Natürlich kann man gegen die natürlich mehr Tore schießen und einfachere Tore schießen als gegen die starken Teams, was wir da vorhatten zum Beispiel. Das ist natürlich ein Unterschied. Elf Meter auch noch. Boah, na, eigentlich habe ich den Elfmeter erhalten. Das wäre ja jetzt noch die Höchststrafe gewesen, wenn ich von einem Keeper dann ein Gegentor bekommen hätte. Berge. Berge kann Berge versetzen. Das sage ich euch. Dann haben wir ja noch den Löwen bei. Tete kann das nicht so richtig. Ah, da hat er aber. Guck mal, da haben sie sich aber eben ein bisschen gehabt, die Bäden. Die Bäden Schlingel. Oh Gott! Ah ja, okay, Olsen. Die Olsen-Bande hält den. Also der Olsen-Mann ist gut. Aber das habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt. Ah, Berge, der kann keine Bälle mehr spielen irgendwie. Das ist wahrscheinlich jetzt 66. Minute. Das wär, oh, da hat er den aber ordentlich umgehauen. Jetzt! Ah, der Sadio per Kopf. Jetzt wollte ich eigentlich noch zeigen, dass er Kopfbälle kann, aber natürlich, wenn live gefilmt wird, dann hat er ein bisschen Angst, ne? Das ist immer nicht. Jetzt hier, aber so eine Dinger. Zack. Und macht er auch nicht. Dann halt Löwe. Löwe! Och nö. Jetzt aber Berge. Na, siehst du, Berge macht das Tor. Wenn der Löwe das nicht macht, dann macht das der Berge. Meerstadt. Der heißt einfach Meerstadt. Meerstadt als weniger Stadt. Helden. Helden schießt aufs Tor. Aber Olsen Helden. Oh, jetzt aber. Ist er das aber? Ja, Mané. Nee. Dann rüber. Zum Kunku. Jetzt kann man rennen.
Guck mal, jetzt kann man rennen. Da kommt er nicht hinterher. Da kommt er nicht hinterher, der. Zack. Oh, und dann Openda. Oh, Mann. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ich habe jetzt hier leider keinen Boden, wo ich mich eingraben kann. Aber wenn ich mich eingrabe, dann nehme ich den Spieler gleich mit. Den grabe ich dann gleich mit ein. Der hat mich eben nämlich mächtig lächerlich aussehen lassen. Gucken wir mal. So, jetzt machen wir einen Abstoß. Eine Abstoßübung. Zack. Drei Balken aufladen. Und dann kommt er doch zum Falschen. Ist das lustig. Komm hier, der Löwe, der kann schießen. Der Openda schießt den Torwart an Arsch, ey. Der liegt ja schon am Boden, ey. Der schießt den an Arsch. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der liegt doch schon am Boden, der Knallkopf, ey. Das war gut gemacht. Ey, der ist aber auch null und nichtig, der Typ. Nehmt ihr den Ball weg. Der hat Schabernack vor. Jetzt rüber. Der muss doch rüber. Jetzt haben wir den Ball. Boah, jetzt sind wir durch. Zack, zack und. Mann, ich hasse das, wenn Sachen nicht funktionieren. Das mag ich nicht so. Könnte ich bockig werden. So was. Lärmer. Jetzt. Guck, jetzt, jetzt, jetzt. Oh ja, Gott, Gott, jetzt aber jetzt. Jetzt. Ach, nee, doch. Ey, ist aber faul jetzt hier. Ja, komm, nimm den Freistoß jetzt hier. Gucken wir mal, ob wir noch ein Freistoßtor hinkriegen hier. Oh, schlecht war nicht. Schlecht war nicht. Aber das war's. Haben wir das 8-2 gewonnen? Das reicht ja um. Also, wir brauchen ja nur den Sieg quasi, um die. Für die Icon Swaps. Ist schon schwer genug. Natürlich sind so Spieler wie ein Sadio Mané und so, natürlich sind die eine große Hilfe. Um halt schneller ans Ziel zu kommen. Aber es geht auch ohne die. Dauert es halt nur länger. Ich glaube mal, gute Spieler brauchen das nicht mal. Also gute Spieler, glaube ich, die spielen einfach mit dem, was sie haben. Die spielen das wahrscheinlich noch nicht mal auf Chemie. Die spielen wahrscheinlich noch auf 1er Chemie. Und hauen die da weg. Aber das ist egal, was andere machen, weil ich mache es halt eh anders. So. Gucken wir mal, mal so einen Zwischenstand abrufen hier. Was wir denn so geschafft haben heute. Mit dem Silberteam haben wir einen Sieg. Das heißt, da fehlen uns noch fünf. Mit dem EFL Championship Team haben wir drei Siege. Da fehlen noch drei Siege. Mit dem italienischen Team haben wir zwei Siege geholt. Das war ja natürlich, das war ein bisschen. Da war vorhin das Spiel so anstrengend, aber das haben wir ja dann noch 6-3 gewonnen. Aber ja, FUT Champions, das wird halt schwierig, weil FUT Champions, da habe ich halt absolut null Zeit für sowas. Aktuell. Vielleicht später mal, aber jetzt erstmal nicht.
Also da habe ich dir vorhin schon gesagt, dass ich da keinen Bock habe auf irgendwelche 81er Spieler in Rot. Da, das bringt mir nichts. Da habe ich keinen Spaß dran. Das spiele ich dann eher, wenn mir die Spieler, die da drin sind, auch was bringen. Das Main Team, das zeigen wir heute nicht. Das ist egal. Das machen wir nächstes Mal. Sag auf jeden Fall für heute mal Tschüss und danke fürs Zuschauen und danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!